Hallo zusammen, heute sind wir wieder bei Hasi kocht, unbeschwert am Herd. Und heute machen wir einen Hasis Klassiker. Ich mache mit euch heute eine Antipasti, also im Prinzip eine ganz einfache Sache. Ist auch in meinem Buch als allererstes mit drin. Und da machen wir heute noch einen Lachs dazu. Dazu will ich euch gleich mal erstmal erklären, was ich jetzt mit dem Lachs so angestellt habe. Und zwar, seht ihr, der ist quasi jetzt hier im Wasser drin. Den habe ich jetzt vorher schon eingelegt, und zwar in Wasser und Salz. Ungefähr 35 bis 50 Gramm Salz auf einen Liter. Das könnt ihr mit jedem Fisch machen, könnt ihr auch mit Geflügel machen. Das Ganze nennt sich nass einwürzen. Das Prinzip dahinter ist das, das Wasser dringt jetzt in diesen Fisch mit ein, bindet da das Eiweiß da drin, gart es natürlich auch noch leicht und somit wird der nicht weiß. Also der wird schon ein bisschen weiß, aber da gibt es immer so weiße Flecken drauf. Das sind die sogenannten Albumine. Und diese Albumine, das sind quasi Eiweiße, die gerinnen so bei 65, 70 Grad ungefähr. Ja, darum soll es auch zum Beispiel ein Lachs oder jeden anderen Fisch auch nicht über 70, 80 Grad draus dampfen. Aber wenn ich den vorher nass einwürze, passiert mir das nicht so schnell. Probiert es einfach aus daheim. Ist eine super Geschichte. Ich habe das, wie gesagt, jetzt schon eine Weile da drin gehabt in dem Wasser. Jetzt leere ich das mal weg. So. Und jetzt gehen wir her und dann den einfach mal schön trocken tupfen. So. Ich habe jetzt hier die Haut drauf lassen. Kann man natürlich auch wegmachen. So, dass der richtig schön trocken ist. Und jetzt habe ich hier eine schöne Teepanne. Und da grillen wir jetzt den Fisch drauf an. Kann ich den Herd hier zusammenschalten? So. Ihr braucht den Fisch in diesem Fall eigentlich gar nicht mehr würzen. Der ist eigentlich gewürzt genug, weil er im Salzwasser war. Ich würze den manchmal dann schon, weil es gibt auch Hasis Fischwürzle. Kein Wunder, darum macht man das halt. Aber wie gesagt, der Fisch ist schon fast gegart. Das merkt man auch, wenn man dann anfasst. Ihr könnt die Haut jetzt auch hier gleich ein bisschen melieren. Ja, dann gibt es auch tolle Röststoffe, könnte man auch machen. So, und jetzt braten wir den hier an auf dieser Teepanne. Jetzt hoffen wir bloß, dass er nicht klebt, weil die ist noch ganz neu. Gleich ein bisschen Öl drauf. So. Ich nehme jetzt hier Rapsöl, weil wir fahren hier schon eine gewisse Temperatur, so von um die 200 Grad, dass wir richtige Röststoffe erzeugen. Wir machen hinterher noch gleich ein bisschen Olivenöl drauf zum Aromatisieren, weil Olivenöl hat einen Rauchpunkt von ungefähr 180 Grad. Dann ist das nicht so ideal. Also ihr könnt es mit Olivenöl natürlich schon anbraten, so Gemüse und solche Sachen, weil bis 180 Grad. So, jetzt brate ich den hier an, dass ich Röststoffe habe auf der Hautseite. Ich brate ihn jetzt vielleicht noch auf der anderen Seite auch an. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Ihr sagen, nee, das mag ich nicht. Ich mag das, wenn das da schön saftig ist. Manche sagen, ich mag das gern, wenn das Röststoffe hat. Wie ich es halt immer sage, das müsst ihr selber rausfinden, wie es am besten ist. Ja. Wenn der Fisch dann anbraten ist, mache ich den jetzt hier in den Ofen rein. Ich habe jetzt die Temperatur ein bisschen hoch. Ich habe jetzt hier aber Umluft gemacht. Aus dem einen Grund hat nicht jeder einen Dampfgarer. Ja. Hat natürlich auch nicht jeder einen Ofen, wo er Dampf zuschalten kann, so wie ich, weil ich schalte hier jetzt gering Dampf. Wenn ihr das alles nicht habt, dann macht es einfach so 80, 90 Grad. Ja, jetzt will der natürlich Wasser haben. So, dann machen wir das halt noch schnell. Also wie gesagt, ich mache das jetzt rein zu 80 Grad rum und gebe da Wasser und Dampf dazu. Das hat nur damit zu tun, weil dieses Wasser sorgt mir dafür, dass die Feuchtigkeit auch drin bleibt. So, das ist ein Schluck. So, jetzt legen wir mal den Lachs da drauf. Ich muss zuerst ein bisschen drüber fahren, damit er nicht klebt. Gleich ein bisschen
buddeln immer. So, dann pappt er vielleicht nicht so schnell an. Wollen nur Röststoff erzeugen, ja? Super, ja, es klebt jetzt ein bisschen. Das ist ganz neu. Schauen wir mal, was es macht. Ein bisschen. Da seht ihr, die ist jetzt halt ganz neu, da klebt das jetzt halt ein bisschen, kommt vor. Ich mache nachher das Gemüse mit einer, die ist nicht ganz neu. Da seht ihr, dass bei uns auch nicht immer alles wunderbar läuft. Aber nichts bei Denken, das ist halt so, das passiert halt. So, und jetzt machen wir das gleich so, wie es ist. Ofen rein. Ihr seht, das geht hier schon ganz leicht weiß her, daran sieht man, dass das wunderbar ist. So. Legt das jetzt hier rein und dann lasse ich das garen. Hier hoch. So, wunderbar. Das mache ich jetzt hier weg. Es geht auch ganz leicht weg, Wasser drauf, gar kein Problem. Ich nehme jetzt aber eine frische, dass wir gleich weitermachen können. So. Jetzt haben wir hier eine andere Teepanne, dass wir weitermachen können. Und jetzt machen wir das Gemüse. Und zwar haben wir hier Paprika, dann haben wir hier Tomate, Zucchini, die schneide ich jetzt noch gleich nochmal, ein paar Champignons, ich habe noch ein bisschen Spargel da gehabt, den Spargel habe ich vorher aber ganz kurz blanchiert, also kurz im Wasser blanchiert, dann habe ich da dazu ein paar Paprika, Oliven, Peperoni. Ich habe jetzt hier mal einen Schafskäse genommen, einen Feta. Ja, da könnt ihr auch Mozzarella nehmen oder das ist eigentlich egal. Das spielt überhaupt keine große Rolle, was ihr Lust habt. Ja. Einfach das Gemüse, wo ihr da habt, da könnt ihr natürlich auch Karotte oder was weiß ich nehmen. Es geht nur darum, dass wir so ein schönes Grillgemüse machen. So, hier nehmen wir jetzt die Paprika noch schnell. Schneidet die Streifler. Ihr könnt es auch extra angrillen, also das ist überhaupt kein Problem, wie ihr wollt. So. Aubergine wäre zum Beispiel auch eine ganz tolle Geschichte, wo man machen könnte. Also, haben wir auch schon gehabt. Oder grüne Oliven, Artischockerherzen, whatever, ganz egal. So. Das ist natürlich ein ganz tolles Gericht, wenn man Besuch kriegt. Dann kann ich das eigentlich alles schon herrichten, kann das am Vortag schon machen, ich kann das kurz vorher machen, spielt überhaupt keine Rolle. Ist eigentlich immer spektakulär, einfach eine super Geschichte. So, jetzt schauen wir, dass das schön heiß ist. Und wir sind jetzt nämlich auch gleich fertig, oder ziemlich schnell fertig, weil wir haben noch eine Platte, wo wir das dann quasi drauf machen. Und dazu brauchen wir aber vorher noch, ich habe hier jetzt abgefüllt, Hasi-Salatsoße. Ich gebe euch aber im Abspann natürlich eine Rezeptur von so einer Vinaigrette. Ist nichts anderes wie Salz, ein bisschen Zucker, ein bisschen Senf als Emulgator, ja, dass das auch richtig schön bindet. Hasis Gold, Weißweinessig ist mit drin, ein bisschen normaler Essig, also so ein Würzessig und Rapsöl. Und das könnt ihr euch daheim dann einfach mal für euch zusammenstellen, wo ihr sagt, okay, ich mache da jetzt ein bisschen Honig rein oder anstatt Essig noch ein bisschen Orangensaft oder Zitronensaft oder wie auch immer. Probiert es einfach aus für euch, macht es einfach eine richtig schöne Vinaigrette und macht es da einfach mal ein bisschen mehr. Ja?
Weil klar, zum Salat gibt's, kann man das dann wunderbar nehmen und alles. Das ist eigentlich im Prinzip eine ganz normale Salatsauce. Nichts anderes. So, und jetzt braten wir das an. Brauche noch was zum Verrödeln. So. Schauen wir mal, was macht der Lachs. Ja, dann müssen wir mit der Temperatur ein bisschen zurückfahren. Jawohl. Wichtig ist bei dieser Lachsgeschichte, der wird jetzt schon leicht weiß, aber der sollte die weißen Flecken nicht haben. Ich sehe jetzt, ja, okay, der ist jetzt eigentlich schon fast fertig. So ist gleich ein bisschen sogar Eiweiß mit rausgekommen, aber der muss halt dann wirklich nur schön saftig sein. So. Feuchtigkeit noch raus. Jetzt lassen wir den nur ziehen. Ihr könnt den auch einfach nur bei 80 Grad reinmachen. Genauso gut. Also einfach austesten, probieren. Mal gelingt es halt nicht so gut. Das ist so. Als allererstes machen wir Paprika. So. Braten wir es schön an. Können natürlich auch bunte Paprika, wie auch immer. Dann machen wir Zucchini dazu. So, dann haben wir noch einen zweiten Kochlöffel. Kann man das ein bisschen besser mischen. Super Geschichte. Ja, das ist das Schöne. Wir wollen hier nur Röststoffe, gell? Lachs, jawohl, dann können wir ausschalten. Dass das schön glasig ist und bleibt. Schalten wir ein bisschen hoch. Da seht ihr jetzt, das ist jetzt ein Teepan, das natürlich schon ganz, ganz oft im Einsatz war. Der läuft natürlich anders, die Karre, wie die ganz neue, da passiert das gerne mal, dass die gleich ein bisschen anbappt. Einfach ein paar Mal benutzen und dann bappt die auch nicht mehr. Wir löschen das jetzt nachher ab, natürlich mit der Salatsauce. Bitte die Säure nicht zu lang auf der Platte lassen. Also das braten wir dann nur an, wenn wir es ablöschen, dann kommt das wieder runter, weil das greift sonst die Platte an. Das solltet ihr nicht machen. So, jetzt hauen wir noch ein bisschen Spargel drauf. Also was halt da ist, jetzt ist halt gerade Spargelsaison. Ich habe da so einen Freund aus Bremen gehabt, der hat immer gesagt, haben wir die Küche wieder sauber ausgefegt. So in etwa. Also alles, was im Kühlschrank ist, könnt ihr da im Prinzip nehmen. Ja. Champignons noch nicht drauf. Ja, jetzt wird es langsam voll auf der Platte. Herrlich, oder? Und jetzt fehlt natürlich noch was. Also jeder, der bei mir schon einen Kochkurs gemacht hat oder bei denen, wo ich daheim schon gekocht habe, was ja auch oft vorkommt, privat, hey, der weiß natürlich, was jetzt kommt. Auch wenn ihr das eine oder andere Video geschaut habt, darf ja natürlich nie fehlen. Hasisch Gold. In dem Fall nehmen wir hier natürlich vorwiegend das Öl.
weil natürlich das feste Teil wird uns dann natürlich dann verbrennen. Ja. Oh, das duftet. Wenn ich das immer wieder mache, in so einem Möbelhaus mache ich das immer wieder mal vor der Firma. Und wenn ich das in der Küchenabteilung mache, dann bleibt keiner in der Bettabteilung im Bettflagger. Dann kommen die alle und sagen, ach, wo riecht es da so gut? Ihr könnt es jetzt ja nicht riechen, aber das ist natürlich herrlich, 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 herrlich. So, und jetzt machen wir da noch, ach, Tomaten haben wir auch noch. Ein paar Kirschtomaten. Ein paar Oliven. Pepperoni mache ich jetzt, brate ich nicht mit. Da kommt es dann schon immer wieder mal vor, dass die so bockscharf sind. Und darum lege ich die dann halt lieber oben drauf. Seht ihr? Ah, jetzt kriegt es auch eine schöne Farbe. Wupp. So. Haben wir alles. Käse machen wir auch später drauf. Wir sind schon fast durch. Das heißt, bin ich gleich, here we go. Jetzt nehmt ihr die Vinaigrette. Wir fahren hier runter auf 0. Wie gesagt, ich werde noch ein paar Brote machen, wo man ein bisschen euch zeigt, wie man ein schönes Brot macht, ein Naanbrot oder sonst was, eine Ciabatta oder sowas, zeige ich nochmal. Und das wäre natürlich auch klasse, da dazu zum Servieren. Ja. So, jetzt löschen wir das mit der Soße ab. Ihr könnt es natürlich auch jetzt hergehen und da bloß so zum Beispiel ein dunkler Aceto drauf machen. Geht auch. Ich finde es allerdings langweilig. Schaut mal, das muss dann natürlich schön cremig sein, die Vinaigrette. Hat natürlich einen sehr, sehr hohen Ölanteil. Ganz kurz aufkochen, also nicht ewig, wir wollen ja hier keine Altersheimküche, hätte ich hier gesagt. So, und jetzt wird das Ganze umgefüllt. Seht ihr das? Also einfacher gehört es ja nicht. So. Das Ganze da drauf. So. Verteilen wir das jetzt ein bisschen. Jetzt lassen wir es ein ganz klein bisschen noch abkühlen. Bevor wir den Schafskäse da drauf legen. Ja, weil der hat ja sonst alles verschmelzen. Das wollen wir ja natürlich nicht. So. So, jetzt machen wir noch den Lachs da dazu. Haben wir hier mal ein bisschen Platz. Hole den Kerl mal raus. Ah, wunderbar. Dann können wir den eigentlich bloß kurz da drauf zupfen. Ja, wo habe jetzt ich meine Schaufel wieder? Ne? So, jetzt komm her. Jetzt hat es ja zwar trotzdem so ein paar kleine weiße Pünktle drauf gegeben. Das wundert mich jetzt. Schneiden wir den auf. Aber ihr seht, der ist wunderbar saftig. Ganz, ganz, ganz saftig. Ja, seht ihr? Super. Schneiden wir es bloß so kurz ein. So. Dann kann sich das jeder dann wegzupfen, wie er will. So, die Haut ist auch. Ah, die ist jetzt ein bisschen gelätschert worden. Das ist zu schlimm. So. Der Seite. So. So. Ich meine, der Fisch und Käse, das passt wunderbar. Das ist überhaupt kein Problem. So. So, wunderbar. Haben wir es nachgekriegt. Bis auf das, ja, die Haut ist jetzt nicht ganz so knusprig, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das passiert. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt es uns weiter. Wenn nicht, behaltet es für euch. Euer Hasi. Ciao.